So, da sind wir jetzt also. Der Kampf gegen die erwachte finstere Nacht kann jetzt also beginnen. Hey, du musst mir helfen, Challenger, und zwar sofort. Ich meine natürlich, bitte hilf mir, bitte, bitte. Mein Pokémon hatte sich aus einem mir unbekannten Grund deiner maximiert und ist im Stadion außer Kontrolle geraten. Roy hat es auf seine gewohnt unbeholfene Art, nein, er hat es auf seine gewohnt professionelle Art wieder beruhigt, aber wenn sich die anderen Pokémon nicht auch deiner maximieren, sehe ich schwarz. Was, wenn das unterirdische Energiewerk, in dem sich der Liga präsent und aufhält, einstürzt? Ich weiß, es klingt verantwortungslos und egoistisch, aber ich flehe dich an. Bitte begib dich in das unterirdische Energiewerk und halt den Liga-Präsenten auf. Er hat ein Pokémon namens Indynalos erweckt. Der Körper dieses Wesens strahlt eine Energie aus, die bei anderen Pokémon die Dynamaximierung auslöst. Wenn wir nichts unternehmen, dynamaximieren sich am Ende alle Pokémon der Galar-Region. Und was dann passiert, kannst du dir sicher selbst vorstellen. Der Untergang der Welt. Ich flehe dich an, bitte fahr mit dem Aufzug dort in das unterirdische Energiewerk und rette den Liga-Präsidenten. Den kleinen Bruder Champs habe ich auch schon nach unten geschickt, aber seitdem nichts mehr von ihm gehört. Okay, dann brauchen wir, er sagt, doch rohe Gewalt. In Form eines Garados. Tja, willkommen im Energiewerk. Was soll das alles? Ich will doch nur meinem Bruder helfen! Hä, was ist denn jetzt hier los? Rosé, was haben Sie getan? Was haben Sie ja bloß entfesselt? Nanu, was willst du denn hier, Challenger? Die finstere Nacht aufhalten! Oh, mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Du bist offenbar nicht auf dem neuesten Stand. Es gibt nichts mehr aufzuhalten. Die finstere Nacht, auch bekannt als Indynalos, das stärkste aller Pokémon, ist bereits erwacht. Ein paar Worte zu meiner Verteidigung. Ich weiß genau, was du jetzt denkst. Du hältst mich für einen bösen Menschen. Du hast kein Funken Verständnis für das, was ich hier gerade tue. Aber ich habe eine Aufgabe, eine Berufung. Ich muss die Galar-Region mit unbegrenzter Energie versorgen, damit sie sich bis in alle Ewigkeit in Frieden fortentwickeln kann. Um das zu erreichen, habe ich ein Dynalos Wunschstern verabreicht. Das rote Licht, das in Claw City für so viel Aufregung gesorgt hat, war Teil eines Experiments, um ein Dynalos zu erwecken. All das sind Vorkehrungen, um die Zukunft der Galar-Region zu schützen, verstehst du? Ich werde nicht zulassen, dass du mir dabei in die Quere kommst. Na, dann kommen Sie mal her. Mit Ihrer unheilvollen Musik. Rosé. Jetzt müssen Sie seit einer halben Ewigkeit mal wieder selbst kämpfen. Ob Sie es nun wollen oder nicht. Zeit für einen kleinen Drachentanz. Nur so aus Neugier, Guillotine, konnte er doch eigentlich Kavalanz das doch nicht, oder? Ne, ich glaube eigentlich, Guillotine konnte es nicht. Hoffen wir es einfach mal. Das verhilft dir ein wenig zu heftig. Meinst du nicht, du übertreibst? Meinen Sie nicht, dass Sie übertreiben? Mit Ihrem Vorhaben mit der finsteren Nacht? Einfach ein antikes Pokémon zu erwecken? Um die Energieprobleme der Zukunft zu lösen? Und somit etwas viel Schrecklicheres auf die Welt loslassen? Als Energieverlust? Okay, das war schon mal nicht so effektiv gewesen. Was erwartet man eigentlich auch davon? Zum Teil ist es immerhin ein Pflanzen-Pokémon.
Moment, wieso zum Henker konnte es jetzt den Angriff abwehren? Okay, das ist jetzt wirklich das größte Risiko überhaupt, was ich jetzt hier gerade fabriziere. Okay, ich riskiere jetzt hier wirklich Kopf und Kragen. Aber ab diesem Punkt zu verlieren mit Garados sehe ich jetzt irgendwie als recht unmöglich an. Die Angriffskraft beträgt jetzt gerade plus 2. Oh, mein letztes Pokémon. Das sieht aber nicht gut für mich aus. Außerdem haben wir jetzt auch noch einen Wasserbonus. Ich will dir zeigen, wie ein wuchtiger Schlag aussieht. Ja, durch den Regen haben wir jetzt sowieso auch noch einen Wasserbonus. Da möge jetzt eigentlich die Verteidigung von Patinaraja noch so großartig sein. Ein Dynaflutangriff durchbricht alles. Tja, sagte ich ja. Tja, Garados ist halt die ultimative Kampfmaschine. Bravo, bravo, eine willkommene Abwechslung, so ein Kampf. Ich habe mich schon lange nicht mehr so amüsiert. Schön für ihn, dass wir ihn amüsieren konnten. Und im Regen entwickelt sich dann jetzt auch nochmal Bisaknoss weiter zu Bisaflor. Wir haben eigentlich bisher auch noch nicht mal nachgesehen, was für ein Wesen Bisaflor eigentlich besitzt. Höchst beeindruckend, lieber Phantom Art. Kein Wunder, dass Delion, der unschlagbare Champ unserer geliebten Galar-Region, dich für die Arena-Challenge empfohlen hat. Ich hätte nur zu gern gesehen, wie du dich im Champ-Match geschlagen hättest. Es tut mir wirklich leid, dass ich mit dieser Sache deine Arena-Challenge ruiniert habe. Aber mir blieb leider keine andere Wahl. Unser Energieproblem muss so schnell wie möglich aus dieser Welt geschafft werden. Aus diesem Grund habe ich ein Dynalos erweckt, aber es ist mir nicht gelungen, es zu bändigen. Delion hat euren großen Kampf hingeworfen, um mich zu retten. Er ist wie ein edler Ritter erschienen, der die Prinzessin vor dem bösen Drachen beschützt. Ich liebe es, große Reden zu schwingen. Ich weiß, ich weiß. So langsam sollte ich wirklich einen Schlussstrich ziehen. Der Champ hat in Dynalos inzwischen bestimmt gefangen. Wenn du neugierig bist, kannst du gerne mit dem Lift zu ihm hochfahren. Du wirst doch sicher auch mitgehen, Hop, oder? Ich hoffe, du bist wegen deiner Niederlage gegen mich nicht am Boden zerstört.
Na los, geht und seht nach, wie es dem Champ so ergangen ist. Am Boden zerstört? Da kennt sie mich nicht gut genug. So schnell lassen meine Pokémon und ich den Kopf nicht mehr hängen. Wir geben niemals auf. Das habe ich bei der Arena Challenge gelernt, die sie selbst ins Leben gerufen haben. Könnte man nicht vielleicht mal kurz meine Pokémon heilen? Gut, mit welchem Pokémon wollen wir jetzt eigentlich gleich den Kampf mal beginnen? Ja, ich denke mal, ich werde mal selbst mit Glurak jetzt kämpfen. Ich bin bereit. Wie sieht's bei dir aus, Phantom Art? Ich bin bereit. Ja, so kenne ich meine Rivalen. Los, gehen wir Deleon retten. Der Augenblick ist gekommen. Verdammt groß. Ist ein Dynalos. Seid ihr etwa trotz aller Gefahr gekommen, um mir zu helfen? Wow, vielen Dank, da bin ich echt platt. Hopp und Phantom Art, ihr seid wirklich stark geworden. Aber keine Sorge, ich bin hier so gut wie fertig. Es war allerdings kein Kinderspiel, denn man kann hier seine Pokémon nicht deiner maximieren. Ich vermute, es irgendwas mit Endynalos zu tun. Aber Glurak und meine anderen Pokémon haben Endynalos schon mal ordentlich zugesetzt. Jetzt muss ich es nur noch mit deinem Pokéball fangen, um es unter Kontrolle zu bringen. Also aufgepasst, it's Champ Time! Bleib zurück! Glurak! Tja, da wurde Pokéball regelrecht zerschmettert. Endynalos ist ein Pokémon, was man nicht unterschätzen sollte. Gut, dann wird es mal Zeit, dass mein Glurak Endynalos den Stecker zieht. Gut, Paralyse wurde eingeleitet. Unser Sieg ist jetzt schneller gekommen als erwartet. Doch damit war noch lange nicht das Ende eingeleitet. Denn Endynalos absorbierte jetzt erstmal die Dynamax-Energien der Galar-Region und entfesselt seine Giga-Dynamax-Form. Und wird zu einer gigantischen Hand. Oder zu einer Hydra. Darüber hinaus
Er schafft in Dynalos auch noch einen Riss in Raum und Zeit. Wodurch im Hintergrund... Wow, was für ein Koloss, das schaffe ich alleine nicht, Phantom Heart. Kämpfen wir gemeinsam. Außerdem, wie schon gesagt, er schuf in Dynalos einen Riss in Raum und Zeit. Oh, warte mal, was? Was um alles? Ich kann keine Attacken einsetzen. Stimmt, ja, wir haben doch im Schlummerwald ein Schwert und ein Schild gefunden. Ja, dann aktivier das Teil mal. Phantom Heart, nimm den Schild. Es war alt und rostig, aber für irgendwas muss es ja gut sein. Verstanden. Komm schon, Helden des Schildes, des Schildes und des Schwertes. Erwachet aus eurem Schlafe. Und eilet herbei zur Rettung Galas erneut. Wir harren auf eure Ankunft. Heute noch, wenn ich bitten darf. Ansonsten dauert die finstere Nacht noch bis in alle Ewigkeit an. Yeah! Schild und Schwert vereint im Kampf gegen das ultimative Böse. Obwohl, ist ein Pokémon generell böse? Eigentlich ja eher nicht. Eigentlich werden Pokémon ja immer nur dann böse, wenn Menschen mit im Spiele drinne sind. Was für eine Macht! Was für eine Ausstrahlung! Tja, mit den beiden an unserer Seite können wir jetzt nicht verlieren! Und das Raumzeitgefüge werden wir also in Kürze auch wieder herstellen können. Yeah. Ah, verdammt nochmal, unsere Angriffskraft hat sie jetzt erhöht. Das ist nicht gut, ich bin Spezialangreifer. Ich hätte vielleicht doch Garados holen sollen. Yo, 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 jetzt lass das mal nach. Okay, das ist nicht sehr effektiv. Aber Paralyse. Dank Sashi und Samasenta können wir wieder Attacken einsetzen. Jetzt geht's richtig los. Na, ich weiß nicht, weiß nicht. Soll ich noch mal einen Angriff wagen? Mal sehen, insgesamt haben wir über 80 Lebenspunkte verloren. Ich glaube, einen Angriff würden wir, glaube ich, noch aushalten können. Wobei wir persönlich aktuell nicht gerade hier sehr viel, ja, tun.
Okay, ich spiele jetzt hier wirklich ziemlich stark auf Risiko. Nur weil ich aktuell denke, dass es das Verlieren nicht im Bereich des Möglichen jetzt läge. Aber es mag jetzt gleich auch bloß ein kritischer Treffer sein. Und schon haben wir verloren. Okay, wir haben gewonnen. Ganz klar. Zu unserem großen Glück bleibt Glurak uns immer noch erhalten. Und das Duell gegen die finstere Nacht ist jetzt geschlagen. Die Helden des Schildes und des Schwertes haben gesiegt. Naja, fast jedenfalls. So. Jetzt haben wir gewonnen. Jetzt, Phantomat, schnapp dir ein Dynalos! Okay. Los geht's! Dramatischer Fangmoment. Hallo, Endynalos. Die finstere Nacht ist vorüber. Und der Riss im Raumzeitkontinuum ist auch wieder repariert. So. Wunderbar. Score City. Der nächste Tag. Oder 3 Tage später. Wie bitte? Rosé hat sich tatsächlich gestellt? Sachen gibt's, das hätte ich nicht erwartet. Ich schon, was blieb mir auch anderes übrig? Dieses ganze Chaos geht allein auf seine Kappe. Er war es schließlich, der Endynalos erweckt hat. Tja, Ende gut, alles gut. Puh, ich hab geschlafen wie ein Kleinstein. Seit diesem Tag reden alle über nichts anderes. Ich bin so froh, dass alles gut ausgegangen ist. Ohne die Hilfe von Samasenta und Sashian hätten wir Endynalos nie besiegen können. Nur Delion scheint die Sache schon wieder völlig vergessen zu haben. Für ihn dreht sich alles nur um das Champ-Match gegen dich, das er heute nachholen will. Und das, obwohl er so schwer verletzt wurde, dass er sogar das Bewusstsein verloren hat. Aber andererseits kann ich ihn schon verstehen. Ich bin schon ganz hibbelig vor Vorfreude, euch gegeneinander kämpfen zu sehen. Euer Kampf findet natürlich im Score-Stadion statt. Wo auch sonst? Auf geht's! Hey, abwarten, abwarten. So schnell wollen wir natürlich ins Score-Stadion jetzt noch nicht hin. Weil zuvor muss ich erstmal dafür sorgen, ja, dass Bisaflor ein bisschen finalwürdig ist. Bisaflor muss ein bisschen aufleveln. Und wo wir schon mal dabei sind, könnten wir dann auch ebenso gut auch noch Pampros auch ein bisschen weiter aufleveln. Aber ja, Bisaflor muss aufgelevelt werden. Und sieh mal an, seine Angriffskraft ist höher als seine Initiative. War ja irgendwie zu erwarten.
War mein Pech. Aber wie dem auch sei, wie dem auch sei. Im nächsten Part sind wir mit der Champ Time mit dabei. Und somit seid ihr mal tschüss, bis zum nächsten Mal zum Finale der Hauptstory. Bis dann und ciao.